Herzlich willkommen, heute stellen wir euch den RUOC DX3 Serie vor. Genau, das sind die neuen Mopeds für die neue anstehende Saison. Wir haben jetzt zur Vorstellung den Midnight Helm uns ausgesucht. So sieht das gute Ding aus. Genau, was wird alles mitgeliefert? Hier Beutel. Ersatzteil, Beutel für Goggle. Die könnt ihr dann quasi reinchecken und dann entsprechend auch nochmal Ersatzlinsen. Was kommt noch im Lieferumfang? Genau, der Helm hat vormontiert nämlich schon die GoPro-Halterung. Und wenn er sagt, ach, den Scheiß brauche ich nicht, ich will mal ohne Videos auskommen, dann könnt ihr quasi dieses gute Ding oben drüber machen. Das machen wir dann für euch gleich. Genau, was zeichnet den Helm aus? Haben wir hier, das steht auch gleich drauf. Patented Rig System, dann Rayon für euren Schutz, eure Intelligenz und das ist dann hier Rico für euer Nachkommen. Genau, so, naja, schauen wir uns da mal die einzelnen Bestandteile mal an. Komm raus, die Lude. Genau, das ist hier die Face Mask. Die ist quasi dafür gedacht, wenn es mal echt kalt wird im Winter und ihr euch jetzt erschützen möchtet, dass ihr da hier auch den Kinnbereich geschützt habt. Das ist quasi von unten der Schutz. Die wird einfach hier eingeklippt, links, rechts. Die Clipper halten auch nochmal 8000 Mal. Hier dieses System, das kann man raus und rein nehmen und entsprechend auch farbig nochmal individualisieren, wenn man das möchte. Und das ist entsprechend patentiert. Dann haben wir die Brille, die natürlich auch wichtig ist. Nochmal als Bändchen ganz viel Schaumstoff, damit es nicht wehtut und entsprechend beatmet wird und damit es nicht beschlickt. Ganz cool, ihr könnt quasi links und rechts öffnen. Dann macht ihr einmal hoch und runter und schon ist die Brille raus oder das Visier. Und dann könnt ihr das entsprechende tauschen. Genau, gerade für die Farbe, die gerade benötigt wird, also wenn es mehr scheint, dunkler machen oder je nachdem, wie es euch beliebt, ausgetauscht, geschlossen, gut ist. Kommen wir nun zum Herzstück des Helmes. Also, ich habe euch versprochen, mache ich das hier dran, das machen wir jetzt gleich mal hier dran. Chup. Auf die Knie. So, das geht relativ einfach. Schon sieht es wieder aus, als ob es ein Helm wäre. Genau, was zeichnet der Helm aus? Er geht schön weit nach unten, am Hinterkopf, ringsherum schön geschlossen, quasi im Nackenbereich. Dann haben wir hier das System, wo es eingeratscht wird. Das ist schön verarbeitet. Dann habt ihr hier quasi die Seitenpartien. Hinten die Goggle-Halterung. Und oben haben wir die entsprechende Belüftung. Geschlossen wird der Helm ganz einfach durch hier dieses Fitlock-System, also magnetisch rein rausgeschoben, schon passt es. Ihr habt eine entsprechende Polsterung fürs Kindchen, damit es nicht wehtut. Genau, was zeichnet den Helm aus? Er hat in dieser Saison neu dieses Rayon-System drin, was einfach euren Kopf schützen soll, kann, darf. Nehmen wir es einfach mal raus, um es besser anzuschauen. So sieht es aus. Sieht aus wie so ein Noppenmonster. Chip. Außer jetzt sieht man aus wie der Wassermann. Genau. Das sind quasi einzelne Elemente, die Rotationsbewegungen und den Aufprall reduzieren, damit ihr ganz einfach länger, ihr, euer Gehirn und eure Intelligenz länger geschützt seid. Wir haben das mal hier Rayon schön visualisiert. Ein Unfall ohne den Rayon und einmal mit den Rayon und ihr seht es quasi hier, ohne den die Einwirkung aufs Gehirn größer und höher ist. Das ist in etwa vergleichbar mit diesem MIPS-System, die in vielen Fahrradhelmen mittlerweile auch eingebaut werden. Genau, haben wir das. Dann haben wir, warten Sie, jetzt
Jetzt haben wir hier das Rehensystem, dann haben wir hier das Rekosystem. Das ist für eure Nachkommen. Warum? Damit ihr einfach besser gefunden werdet. Das heißt, ihr, also wenn ihr im Tiefschnee unterwegs seid, da die Lawine kommt, soll zumindest die Hoffnung bestehen, dass ihr eventuell gefunden werdet durch so ein Reflexionssystem, wo dann der Pieper piep, 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 piep macht. Genau, was haben wir noch? Eingebaut ist hier im hinteren Teil. Das kann rausgenommen werden. Hier, guck raus. Manchmal will es auch nicht. Muss ja alles fest auch geschlossen sein. Und zwar könnt ihr hier befestigen die sogenannte Shockwave, das Audiosystem von Rurok, dass ihr dann quasi unterwegs Not on the Boards etc. hören könnt. Was man nicht erwarten sollte von diesem Shockwave-System, das ist eine Bose-Soundanlage ersetzt. Es ist immer noch ein Snowboard-Helm und das ist ein quasi entsprechende hier diese Ersatz, der dann rausgenommen werden kann und dieses Shockwave-System eingesetzt werden kann. Genau, das war es eigentlich zum Helm. Der Preis ist natürlich über 300 Euro. Das ist schon kein Schnapper mehr. Das muss man sich, sollte man sich überlegen, ob man das investiert. Auf jeden Fall solltet ihr auf die Größe achten, damit das auch wirklich zu eurem Kopf passt. Genau, geht da keine Kompromisse ein. Es geht um euren Kopf und eure Sicherheit. Und solltet ihr Fragen haben, genau, schreibt uns. Wenn ihr mal testen wollt, bestellt einfach Helm auf Test. Und wenn ihr uns mal besuchen wollt, auf ein Bierchen oder wie auch immer, kommt gerne in Dresden vorbei. Auf jeden Fall, lasst uns gerne ein Like. Ciao, ciao.